Franz Muheim, ihr seid ein Auslandsschweizer von Grossbritannien und seid heute euch an einem Auslandsschweizer Kongress hier zu Visp im Lappost. Aber was mich da interessiert, was macht ihr in Grossbritannien privat und geschäftlich? Wie schon gesagt, ich bin Franz Muheim. Ich bin in Edinburgh seit etwa knapp 20 Jahren. Und ich bin dort ein Professor an der University of Edinburgh. Ich mache Teilephysik als Forschung. Das heisst, und Lehre natürlich. Das heisst, ich habe eine Forschungsgruppe, wo ich Forschung auch am CERN, am Teilebeschleuniger, am Large Hadron Collider in Genf mache. Und von dem her habe ich noch ziemlich rege Verbindungen mit der Schweiz. Aber meine Homebase ist Edinburgh. Ich wohne dort seit fast 20 Jahren und bin an der Uni Edinburgh angestellt. Ihr habt schon gesagt, ihr habt Verbindungen hier in der Schweiz. Was denn genau, abgesehen von CERN? Ja, also abgesehen vom Beruf habe ich natürlich noch relativ viel Verbindung mit der Schweiz. Meine Frau und ich, wir sind beide Schweizer, also wir sind, wo wir ausgewandert sind, schon Kiraten gewesen, haben das 3 Jahre als Kind gehabt und haben natürlich noch Verwandte und Bekannte in der Schweiz. Das heisst, ich besuche Brüder, Schwestern, meine Mutter ist über 80 mittlerweile, aber geht ihr noch gut von dem und ich versuche sie mindestens 1-2 Mal im Jahr zu besuchen. Hat er denn nicht gesehen, eine lange Zeit von der Schweiz? Lange Zeit kann ich mir eigentlich nicht. Die Leute fragen mich, was vermisst er von der Schweiz am meisten? Und als das Kind noch klein war, haben wir immer gesagt, was man vermisst, ist, dass man der Mutter oder der Schwester anrufen und sagen, du, wir brauchen einen Babysitter. Dadurch, dass man eben sehr viel Verbindung mit der Schweiz hat, heutzutage auch mit modernen Kommunikationsmedien, die Schweiz ist relativ nah für mich. Was auch noch dazu kommt, ist, wir machen noch gerne Ferien in der Schweiz, es ist einfach schön hier. Was denken denn wo Kollegen und oder sonst Arbeitskollegen in Grossbritannien von der Schweiz? Es gibt verschiedene Leute, die ich kenne, zum Teil die vom Beruf, die auch etwa im CERN sind oder so. Aber auch sonst, das Image von der Schweiz ist eigentlich immer noch recht gut. Also, dass Züge pünktlich sind oder vielleicht ein bisschen besser gesagt, funktionierende Infrastruktur wird immer wieder erwähnt. Also ich bin erstaunt, wie viele Leute mehr wissen über die Schweiz als noch Klischee von Schocke und Banken. Was hat auch noch dazu mal überzeugt, vor fast 20 Jahren, dass ihr auswandert? Als Wissenschaftler ist das eigentlich gang und gäbe. Die Wissenschaftler wenn ihre Forschung machen. Ein Wissenschaftler braucht aber auch schlussendlich auch einen Job. Und Edinburgh ist eine von der ersten Unis, wo man ein Angebot gemacht hat, dort mal, wo ich mich entscheiden musste, ob ich weiter in der Akademie bleibe oder ob ich sonst irgendwo hingehe. Und ich kann machen, was ich will. Ich konnte Forschungsgruppen aufbauen und alles. Und meine Frau hat gesagt, oder meine Frau habe ich überzeugt, weil wir dort ein Haus kaufen können, was mit einem kleinen Kind natürlich etwas Wunderbares ist. Und da sind wir mal gegangen. Wir haben nicht Planung gehabt, für lange zu bleiben. Wir haben einfach gesagt, wir schauen mal. Und seitdem ist es relativ gut gegangen und darum sind wir immer noch dort. Ihr seid jetzt aber seit knapp 20 Jahren in Grossbritannien und die Amtssprache ist ja Englisch. Wieso kann ihr gleich noch so gut Schweizerdeutsch? Ja, Schweizerdeutsch ist auch ganz einfach. Wenn du eine Freude hast, die Schweizerdeutsch redet, dann redet man noch Schweizerdeutsch miteinander. Also man sagt immer, man lernt Sprachen auf dem Küssi. Und von dem her habe ich jetzt halt auf dem Küssi keine andere Sprache gelernt.